Und weiter geht's hier mit einem neuen Video in Russian Fishing 4. Heute unschwer zu erkennen, mal wieder an der Achtuba unterwegs. Und heute geht es ans Schleppen. So, wir kaufen uns erstmal ein Ticket an der Achtuba. Immer gerne hier. Ah, komm, gönnen wir uns mal. Immer ein bisschen mehr Tickets kaufen als nötig. Und wir gönnen uns auch hier das Schnellboot. Deutlich schneller eben als die beiden anderen Dinger. Falls man mal einem dicken Fisch hinterher brettern muss. Rein da. Und wie gesagt, immer ein paar Reservetickets dabei haben. Für den eventuell ewig langen Drill, auf den wir eigentlich immer hoffen. So, erstmal ab in den Rückwärtsgang. Und ganz wichtig für alle, die vielleicht noch nicht geschleppt haben, wenn ihr schleppen wollt mit euren Routen, mit euren Spinning-Routen, immer schön hier auf die Zahlen legen. Das heißt, wenn man die dann ablegt, hier ist mit der Ablegetaste dann quasi hier in die Röhre rein, zack, dann, dass man die dann quasi mit der Zahlentaste auch wieder aufheben kann. Ich kann da jetzt auf der 1 habe ich das gelegt, ich kann ja auch hier hinlegen. Aber ich habe in der Regel habe ich die 1 quasi links und die 2 habe ich rechts. Und die 3, wenn man das will, kann man noch die dritte aktive Route, das ist die, die ich immer auch nutze, um zwischendurch dann noch ein bisschen zu jiggen und so. Das macht, da kommen wir aber gleich zu. Die muss am besten auch einiges aushalten, das muss ein ganz gutes Gerät sein. Weil mit dem Teil muss man im schlimmsten Fall, wenn da ein Biss dran ist und dann ist links ein Biss dran und dann ist rechts ein Biss dran, gehen wir mal vom Ideal aus, dann muss die dritte Rute natürlich auch richtig Gas geben können und schnell den möglichen Fisch reinkurbeln können, bevor links und rechts die Ruten leer gespult werden. So, gucken wir mal eben, wo wir hinfahren. Ich weiß es noch gar nicht so ganz genau. Ich fahre jetzt erstmal schön mittig. Hier, dass wir dann hier so diese Hauptspur runterfahren. Ist halt so eine klassische Linie. Fahren wir erstmal on spot. So, und dann sind wir doch auch schon hier. Nochmal ein bisschen korrigieren. Rückwärtsgang. Ne? Ich steuere das jetzt ganz normal hier mit WASD. Vor und zurück und so weiter. Ausgesucht habe ich mir natürlich gerade den Dodger Crank. Läuft zurzeit wohl fantastisch hier. Mein Zielfisch. Rapfen. Rapfen ist eigentlich mein Zielfisch. Unnormal guter Fisch. Ich muss mal eben gucken, wie weit ich rauskomme. Okay, dafür ist er ein bisschen zu leicht. Ich baller mal volles Met raus. Also, schön weit raus. Das passt. Das passt so ungefähr. Nochmal ein bisschen Schnur geben. Bremse stelle ich so ein, dass das Teil auch sofort reingeht oder ein bisschen, also ich sag mal, gut hakt und nicht sofort ganz schnell abhaut. Ich bin hier schon relativ halt. Ganz wichtiger Fehler. Bügel. Bügel zumachen. So, jetzt. Bügel ist zu. Das wär's gewesen, Alter. Mit offenem Bügel ist mir auch schon so oft passiert. Bügel offen gelassen, abgestellt und dann fährst du da eine halbe Stunde. Auf einmal ist die Schnur abgespult komplett. So, jetzt gehen wir erstmal rein hier. Also, ich habe mir eine Stelle, also ich suche mir immer genau aus, dass ich mittig hier unten hingucke vom Monitor. Und dann weiß ich auch, dass ich mittig geradeaus fahre. Genau die Richtung. Und dann gehen wir mal rein hier mit J in den Trollinggang. Und man sieht halt, die Schnüren werden langsam straff. Die werden hier jetzt gezogen. Zack. Hier jetzt auch schon stramm, jawohl. Und dann geht das eigentlich auch schon los hier. Das heißt, jetzt noch die dritte raus. Einholgeschwindigkeit habe ich hier auf 50 schon eingestellt. Maximal auswerfen, zack. Mal ein bisschen locker lassen, mache ich immer ganz gerne. Bügel zu und dann zack. Wir müssen gleich mal gucken, so in Richtung, ja, man muss halt immer so ein bisschen Richtung, grob Richtung Süden gucken, sonst leuchten die Schnüre nicht. So, dann kann man hier, wenn man jetzt ein bisschen Action machen will, wie gesagt, dieses Aktive auf der Route, die man halt in der Hand hat,
Das ist dann immer... Gehen wir mal runter hier auf die... Auf die Rolle. Ich habe jetzt Einholgeschwindigkeit 50. Plus Shift gedrückt. Und ihr seht schon, hier unten kommt das Twitchen. Zack. Zack. Einfach Bonus. Einfach die Fische nochmal extra ein bisschen triggern. Dadurch, dass der jetzt fährt, also man fährt ja vorwärts und kann trotzdem mit so einer kleinen Umdrehung oder so einer halben Umdrehung zusätzlich quasi auch noch hier die Fische ein bisschen triggern. Klappt übrigens an den ganzen Gewässern. Am Volcho klappt das auch. Also immer mal wieder zwischendurch hier diese Route, die ja dann halt... Für mich ist es immer die aktive und links und rechts sind die beiden passiven. Am Koori geht das genauso. Zwischendurch halt immer so ein bisschen rein wobblern hier. Was man auch machen kann, da muss man dann natürlich ein bisschen drauf aufpassen, dass es hier dann ein, im besten Fall einer ist, ein F-Crank, also einer, der wieder aufsteigt. Man kann zwischendurch den Bügel einfach mal aufmachen. Bügel aufmachen, dann steigt der hoch. Dann macht man ihn runter und dann... Und da haben wir schon Biss. Seht ihr mal. Sehr gut. Also solche Aktionen immer mal wieder gerne machen, weil das einfach... Und Zielfisch, jawohl. Yes, perfekt. 2 Kilo, das ist schon schön. Freut mich schon, das ist schon ein ganz gutes Gewicht. Rapfen, Alter, super geil, kampfstark. Aber auch super ergiebig vom Silber her. Von daher lohnt es sich, immer mal wieder auch auf Rapfen zu gehen. Ich glaube, zurzeit angeln auch viele hier auf die kaspische Forelle. Da bin ich gerade gar nicht so scharf drauf. Ich habe die ja schon als Trophy vor langer, langer Zeit mal gezogen. Ich glaube, irgendwo auf YouTube in den ganz, ganz alten Videos gab es da, glaube ich, sogar noch einen Mitschnitt zu. Wahnsinnig dicker Brocken. Kaspische Forelle, Alter. Ein wahnsinnig dickes Gerät. Kampfstark wie nur was. Also wirklich ein wilder Drill war das. Krasses Gerät. Wirklich krass. Auch übrigens in diesem roten Boot hier gefangen. War aber auch sehr wichtig, weil das rote Boot, wie gesagt, selbst mit dem schnell, mit dem Turbo hinterherfahren, hat man es kaum geschafft, die wieder einzuholen. So schnell konnte die abziehen und dann hinterher gefahren, wieder gekurbelt. Ich glaube, zum Schluss hatte ich die hier irgendwo in dem Bereich, habe ich die dann eingeholt und hier unten irgendwann, glaube ich, gefangen. Und dann ging das hin und her, kreuz und quer und dann irgendwann hier hatte ich sie dann, glaube ich. So. Ja, und letzten Endes ist das ja hier so im Großen und Ganzen. Das ist es halt, ne? Das Schleppen. Man kann natürlich dann auch noch immer hier so ein bisschen hin und her steuern und lenken. Immer gucken, wo man halt gerade hinfährt. Vielleicht hier so an der Kante genau entlang. So, das heißt jetzt gleich mal schon mal so ein bisschen in die Kurve gehen. Ich drücke jetzt quasi nach rechts. Ne? Man muss ja immer umgekehrt denken, ne? Wenn man so schön nach hinten guckt. Aber auch am... Koori zum Beispiel, da einfach immer darauf achten, was für eine Strecke will man fahren und zwischendurch einfach immer mal wieder die Map aufmachen, ne? Wo bin ich gerade? Fahre ich noch genau da, wo ich hin will? Jo, alles klar, dann kann es weitergehen. Wenn man zwischendurch die W-Taste drückt, also S geht nicht, na, W geht A, ne, geht auch gerade nicht. Also das ist gerade ausgestellt, weil aber auch jetzt die Hände nicht frei sind. Jetzt, genau, habe ich ausgemacht, ne? Zack. Oh, guck mal, haben wir sogar bis hier auf 1. Irgendwas Kleines noch dran. Ich bin jetzt hier mit richtig dicken, schweren Ruten unterwegs. Guck mal da, Alter, kleiner Aaland. Dickes, fettes Gerät. Empfiehlt sich auch beim Schleppen, auch bei auf atlantischen Lachs oder sowas. Immer wieder dicke, fette, immer das Maximum rausholen, dicke, fette Schnur.
Ich habe auch ein 31er Vorfach drauf. Sollte hier vielleicht mal irgendwie einen Hechtbock haben. Gut, in der Nacht weniger. Aber sollte man einen Hecht drauf beißen, dass er mir nicht meine teuren Köder abbeißt. Bei den Ködern verwende ich natürlich auch Puschelhaken. Richtig schöne, stabile Haken. Damit da nicht gegebenenfalls der Haken nachgibt oder bricht. Also das muss alles schon massiv sein, gerade bei, oder wenn man die Chance hat, eben so eine, so richtig dicke Brocken dran zu haben, wie den Lachs oder halt die kaspische Forelle, sollten die hier reingehen. Ja, will ich halt auch keinen ewig langen Drill, ne? Rausziehen und vor allem auch sicher rausziehen. Hochwertige Haken, hochwertige Köder, Bremsen und alles so, am besten ein bisschen reparieren. Und dann, dass man da mit einem guten Equipment sicher über den Acker hier brettert. Das Schöne ist, wenn man gegebenenfalls mal in so einen dicken Drill reingeht. Ja, muss man mal eben gucken, wo fahre ich denn hier gerade, ey. Wenn man mal in so einen dicken Drill reingeht, ist eben der Vorteil, dass man während des Drills quasi dem Fisch ja schon hinterherfahren kann. Das macht es eigentlich recht entspannt, ne? Also auch ein Welsangeln oder sowas. So, fahren wir mal jetzt hier so straight runter. Auch so Welsangeln und so macht das Ganze natürlich wesentlich entspannter, wenn man einfach hinterherfahren kann. Wenn er einem irgendwie zu weit in die eine Richtung fährt oder abhaut, dann bleibt man in dem Trollinggang und rollt einfach hinterher, tuckert einfach schön hinterher, lenkt immer so, dass man so ein bisschen dran vorbeifährt. Und wieder kurbeln kann und dann wieder ein bisschen pumpen und was nicht alles. Und irgendwann kriegt man ihn halt müde, ne? So, ich würde sagen, wir ziehen jetzt hier erstmal noch raus. Ich habe keinen Plan, wie das jetzt hier gerade in der Nacht überhaupt aussieht. Vielleicht ist ja nachts gar nicht so geil. Von daher testen wir das gleich erstmal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, wenn hier nochmal in den Morgenstunden vielleicht ein bisschen Action da ist. Ja, und tatsächlich. Also die Nacht über war tatsächlich eher jetzt gerade etwas ruhig. Und jetzt kamen wir gerade kurz nach 6 und auf einmal geht es tatsächlich los. Das sieht auch schon ganz gut aus hier. Ich bin jetzt hier gerade bis nach unten gefahren, bis zu den... Alter, zweimal ein Hecht hier oder was? Bis zu den Bojen hier runter. Und fahre jetzt so langsam wieder rauf. Ich zeige das mal eben ungefähr. Genau, 8 Meter Loch. 8 Meter Loch aktuell. Rauf geht es natürlich deutlich langsamer jetzt. Aber gucken wir mal, ob jetzt hier in den frühen Morgenstunden ein paar Rapfen reinballern. Bisher, wie gesagt, war die Nacht eher ruhig. Am Abend war noch ein Rapfen dran. Und jetzt muss es dann aber natürlich auch... Bam, hart reingehen. So soll das sein, Jawolski. Schnell einkurbeln hier und direkt den nächsten ziehen. Jawohl. Perfekt. Und zack, der nächste. Jawohl. Guck mal da, gehen die Hechte rein hier. Da gehen hier die Hechte rein. Aber kein Problem. Wir haben ein dickes, fettes Vorfach. 31,5er Vorfach. Damit hatte ich mein 17,5er Hecht gezogen am Ladoga. Und ein kleiner Rapfen ist auch da. Also die Rapfen sind da, die Hechte sind da. Hoppala. Noch ein bisschen mehr Schnur rausgelassen. So, und raus damit. Alle drei Routen. Zack. Bisschen Schnur lassen. Und pff. Jawohl. Und instant der Biss. Und er geht hart rein. Ich mach mal nicht ganz so laut, weil der Motor halt echt nervig ist. Und der wird halt nur leiser, wenn man, wenn die Bremse zu hören ist. Super Funktion. So, der hat aber schon ein bisschen Schmackes. Haut noch nicht so richtig ab. Aber kämpft schon mal ein bisschen. Gucken wir mal, was wir dran haben. Ich hoffe ja immer noch auf meine Rapfen-Trophy. Ich glaube, ich musste... Alter! Oh! 6,3er Rapfen. Schönes Gerät, ey. Schönes Gerät. Also, die stehen anscheinend auch da drauf.
wenn man den Köder richtig nach unten schießen lässt. Und zack, der nächste. Jetzt guckt ihr das an. Also öffnen, schon wieder. War vorhin auch so bei einem Rapfen, ne? Öffnen, kurz eine Pause machen und da ist er wieder, der nächste hier. 3,2. Hier irgendwas Kleines. Also vielleicht doch gar nicht nur durchziehen, sondern ziehen, zwischendurch mal aufmachen, also eine Pause machen und dann so. Auch nochmal wieder raus hier. Bisschen Schnur abziehen. Jawohl. Und dann zu mit dem Bügel. Und er schießt runter. Bisschen durchziehen. Bügel wieder auf. Bisschen Schnur locker zumachen. Da stand jetzt... Ah, schnelles Einholen stand da auch gerade. Das ist geil. Schön damit spielen. Nicht einfach nur stupide rumfahren. Und sich denken, Alter, ist das langweilig. Sondern auch mal ein bisschen Action machen hier mit den Ködern. Zack, aufgemacht. Und wie gesagt, es funktioniert halt gerade mit diesen aktiven Routen. Funktioniert es mit den Floating, mit den F-Ködern einfach noch besser, ne? Ich kann gleich mal gucken, ob wir nicht irgendwas haben. Irgendwas haben, was dem Dodger Crank hier gerade ähnlich sieht, aber auftauchend ist. Gucken wir mal eben rein hier. Der Dodger Crank, schauen wir mal direkt nach. Der Crank ist ja, hier ist er. Oh, ich habe ihn gar nicht, ne? Das war der 10er Crank gerade. Hier sind die 10er Cranks in der Reihe. 10er Crank, 2 Meter Tauchtiefe. 9 cm groß, 9 cm. 8 cm, 5 Meter Tiefe. Das ist natürlich tief. 3 Meter tief. Ich könnte mal den hier nehmen, den DP Crank. 2 Meter Tiefe, 10 cm. Können wir auch nehmen hier. Könnte man auch nehmen, aber ich glaube, die sind auch nicht schwimmend. Ich nehme den trotzdem mal hier von der Tunguska. Gucken wir mal. Da schwimmt er. Und runter geht's. Und auch damit, ja, auch damit kann man, kommt man ins Twitchen rein. Zack. Zack. Ja, und viel rumprobieren, ne? Viel rumprobieren, viel ausprobieren. Wir haben hier, ja, ein schön tiefes Gewässer. Man kann die ganzen Deep Runner auch nutzen. Und was nicht alles. Mal eben kurz gucken, wo wir hier hinfahren. Ich fahre mal so ein bisschen mehr rüber. So. So, jetzt wieder ein bisschen Schnur lassen. Das ist natürlich jetzt die Frage, ob der auch was, ob der überhaupt was bringt, ob der hier triggert, der Köder. Vielleicht ist es auch einfach eine ganz andere Art und ganz andere Form. Läuft halt jetzt ein bisschen tiefer. Aber im Idealfall bringt er halt auch noch was, ne? So, weiter rumprobieren. Weiter die Brocken rausziehen. Und wir sehen uns dann ein paar Meter weiter hier oben. Sehen wir uns dann gleich wieder. So. Zack. Nur erstmal hier genug im Kreis gefahren. Einmal rauf und einmal runter. Und jetzt gucken wir uns doch mal eben an, was wir hier so dran hatten. Ein paar Barsche sind gerade zum Ende auch nochmal mit reingerasselt hier. Gucken wir gerade nochmal ins Café. Da ist gerade nichts. Seelaube auch nicht schlecht. Und insgesamt schauen wir uns mal an, was das Ganze denn hier so gebracht hat. Rapfen, jawohl, sind da. Keine kaspische Forelle. Wie gesagt, bin ich aber auch gar nicht so traurig drum. Ich hatte
als Zielfisch eh den Rapfen. Wie gesagt, den hätte ich halt irgendwann nochmal gern, auch als Trophy. Und irgendwann wird er schon reinrasseln. Hier unten sieht man schon, Rapfen lohnt sich. Gerade in der Gewichtsklasse hier ist das einfach der Hammer. 50 Silber für so einen Fisch. Ja, und für einmal rauf und runter brettern ist das doch schon wirklich nicht schlecht und kann sich echt ganz gut sehen lassen. Insgesamt 200 Silber gemacht, Kratzing-Alden mitgenommen die Kohle. Ich würde sagen, rein ins Boot, dreht ein paar Runden. Ob das jetzt hier ist an der Achtuba, ob das am Volcho ist auf Atlantischen Lachs oder natürlich auch am Koori, geht das richtig gut. Einfach mal ein bisschen schleppen und ein bisschen Kohle machen. Petri, bis zum nächsten Mal.